herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Guck mal da drüben vor dem Hangar. Was ist denn das? Sieht aus wie ein schwebender Hamburger. Das ist bestimmt wieder eine Erfindung von Herr Giroux. Kommt, wir laufen zu ihm. Warten Sie, meine jungen Damen und Herren. Ein alter Herr ist doch kein D-Zug. Aber wie Sie wohl sagen würden, kein ICE. Nur noch die Luft hineinlassen und meine Montgolfière ist fertig schon. Oui, oui, mon Crapin. Mit diesem Ballon, ich werde gewinnen die Ballonfestival in Stolzacher. Und diese Lampe hier, siehst du, sie blinkt dann, damit er sichtbar ist für alle. Ballonfestival? Die Rote Milano, was macht sie denn hier? Wir sind auf dem Weg ins Baumhaus. Morgen ist doch schulfrei. Und mich haben die jungen Herrschaften auf dem Weg dorthin getroffen. Was ist das denn jetzt für ein Ballon hier, Etienne? Ah oui, und dies ist meine Montgolfière, meine Ballon. Ich habe sie selbst gebaut und es war sehr viel Arbeit. Viel Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. Das Ding sieht echt klasse aus. Und der kleine Kopf ist süß. Er ist für Krebs. Wie süß der aussieht, sogar mit Krebskissen. Bien sûr, natürlich. Er soll sich auch wohlfühlen. Alors Krebs, komm, geh in die Kissen. Hä? Willst du Krebs wirklich fliegen lassen? Mais non. Nur wenn die Eisluftballon ist festgemacht mit der Leine hier. Und dann er ist nur wenige Meter über die Boden. Siehst du? Denn sonst würde Krebs fliegen und enden wie Laika. Laika? Kann man das essen? Nein, nein, mein Herr. Laika ist der Name einer Hundedame. Sie wohnte vor etwa 50 Jahren im damaligen Russland. Und was hatte Laika mit Fliegen zu tun? Laika war das erste Lebewesen, das unseren Planeten verlassen hat und im Weltraum um die Erde kreiste. 1957 schossen sowjetische Wissenschaftler das Tier mit einer Rakete ins All. Sie war ungefähr so groß wie Krebs. Krasse Story. Ein Hund als Astronaut. Und wann kam sie wieder auf die Erde zurück? Nie wieder. Laika starb nur wenige Stunden nach dem Start. Allerdings war für sie eine Rückkehr auch nie vorgesehen. Die haben die Hündin in den Weltraum geschossen und wussten, dass sie dort oben stirbt? Ja. Hatten die einen an der Lampe? Arme Laika, pass nur gut auf, Krebs, dass du nicht auch für immer im Weltall verschwindest. Nachdenklich gucken die roten Milane in den wolkenlosen Himmel. Ihnen tut Laika leid. Ob sie den Wissenschaftlern damals einfach egal war? Anne überlegt. Ob sie jemand zurückholen würde, wenn ihr so etwas passierte? Also Mama und Papa würden mir bestimmt hinterherfliegen. Den roten Milanen auch. Aber was ist mit Kindern, die keine Eltern haben? Oder die erwachsenen Kinder, wie Liesel, Etienne, Pitt und Professor Engels? Wer passt auf uns auf? Gott? Aber der ist so weit weg. Ob wir Gott auch egal sind? Wie damals Laika den Wissenschaftlern? Die roten Milane, habe ich also doch richtig gehört. Ihr kommt gerade richtig. Ich wollte gerade Creme Brûlée backen, nach dem Rezept meiner Oma. Hört sich gut an, da sind wir dabei. Wir folgen dir mal unauffällig in die Küche. Aua, so ein Mist aber auch. Oh, hast du dir wehgetan? Es geht, komisch. Wo bin ich denn darüber gestolpert? Liegt doch gar nichts am Boden rum. Naja, egal. Wie gut, dass Liesel bei ihrem Sturz nichts passiert ist. Nach einiger Zeit duftet es in ihrer Küche nach leckerer Creme Brûlée. Die roten Milane haben ihr beim Backen geholfen. Doch nicht nur die Küche ist erfüllt von dem guten Geruch. Schwesterherz, du bist mein Schatz. Deine Creme Brûlée, die duftet bis auf die Landebahn. Sag mal, hat Etienne seinen Ballon eigentlich wieder runtergeholt? Ich geh mal eben gucken. Hey, die Kordel ist gerissen! Ich bin doch vorhin gestolpert.
Bestimmt über die Schnur von Etiennes Ballon. Oh nein, Etienne, dein Ballon ist weggeflogen. Und Crepe ist da drin. Crepe ist im Ballon? Mann, da müssen wir sofort hinterher. Komm schnell, hau rein, Etienne. Der Wind weht in Richtung Stolzach. Ich komme auch mit. Wegen mir, aber wir müssen uns beeilen. Los, los, kommt jetzt. Der Ballon ist nirgends zu sehen. Aufgescheucht stolpern die Freunde Richtung Lotte, der alten Doppeldeckerdame. Pitt, Etienne und Thomas klettern über Lottes Flügel in die Kabine. Vor lauter Aufregung nimmt Thomas seinen Bogen samt Köcher, den er auf den Schultern hatte, mit in die Maschine. Beeil dich, Peter! Festhalten, wir starten. Peter, kannst du den Ballon mit Crepe sehen? Nein, ich kann ihn nirgendwo erkennen. Wartet mal, hier muss doch irgendwo... Hallo, Thomas, was machst du da unter die Sitze? Da ist es! Wusste ich doch! Ein Fernglas! Sehr gut, Thomas. Versuch, Crepe zu finden. Der Wind weht in Richtung Westen. Da links. Da muss er irgendwo sein. Ja, da vorne ist er. Ich sehe das Blinken der Fahrradleuchte. Wo? Ach da, ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Gute Arbeit, Herr Stolzenstein. Komm schon, Lotte. Heute musst du auf deine alten Tage mal richtig zeigen, was in dir steckt. Oh, mein Crepe. Der Wind treibt ihn weiter nach Nordwesten. Behalt ihn im Auge, Thomas. Wird gemacht, Captain. Nur mühsam schafft es der rote Milan, Crepe in seiner Mongolfiere nicht aus den Augen oder besser dem Fernglas zu verlieren. Doch nach und nach wird die rot blinkende Lampe am Ballon immer besser erkennbar. Als Thomas aus dem Flugzeug guckt, sieht er weit unten die Stolzach. Der breite Fluss schlängelt sich gemächlich durch die Dämmerung. Was piept denn da, Pitt? Der Tank ist fast leer. Wir können nicht mehr lange in der Luft bleiben. Aber wenn wir abdrehen, was wird dann aus Crepe? Der Wind treibt ihn aufs Meer zu. Irgendwann wird der Ballon dann über dem Wasser sinken. Und Crepe wird ertrinken. Das Meer? Nachdenklich beugt Thomas sich über den Kabinenrand. Der Fluss unter ihnen ist jetzt klar und deutlich zu sehen. Im Licht der untergehenden Sonne leuchtet er hellrot in der sonst fast dunklen Landschaft. Und wenn wir den Ballon dazu bringen, wieder auf den Boden zu sinken, bevor er das Meer erreicht? Aber wie? Mein Bogen! Guckt mal! Ich habe noch genau einen Pfeil in meinem Köcher. Wenn wir den mit einem Taschenmesser anspitzen, können wir damit ein Loch in den Ballon schießen und... Die Luft entweicht und Crepe sinkt langsam wieder auf den Boden. Lass uns versuchen. Es ist Crepes letzte Chance. Also hier ist mein Taschenmesser für dich. Danke! Das wird der schärfste Pfeil, den mein Bogen je schießen wird. Thomas muss aufpassen. Erstens hat er nicht mehr viel Zeit und zweitens hat er nur noch einen Pfeil. Wenn er den verschießt... Oh nein, ich darf nicht darüber nachdenken. Außerdem ist die Spitze schon einmal abgebrochen. Und je kürzer der Pfeil wird, desto weniger Schwung kann Thomas beim Spannen mit dem Bogen holen. Das Meer, beeil dich schon mal! Ich bin soweit, Pitt. Flieg so nah wie möglich an den Ballon ran. Jawohl! Etienne, halt mich fest, wenn ich den Pfeil abschieße. Aber ziele gut, mon ami. Hast du getroffen? Du hast getroffen! Er hat ihn getroffen, Thomas, ich umarme dich! Boah, krass! Er singt, der Ballon kommt runter. In Richtung von dem Meer. Wir müssen schleunigst runter. Das ist ein Wunder, dass die gute alte Lotte überhaupt noch fliegt. Ich lande da vorne auf dem Sandstrand. Anschnallen und festhalten. Da vorne, der Ballon, er fällt ins Wasser. Crepe, ich komme! Das war eine super Landung, Pitt. Und ein guter Schuss, Herr Stolzenstein. Ihr roten Milane könnt echt mit euren Bögen umgehen. Wie Michael Ballack mit einem Fußball. Da, Etienne schwimmt Crepe entgegen. Zum Glück ist es nicht so weit bis zum Ufer. Ich hab ihn, Oman, Crepe. Komm, wir helfen ihm aus dem Wasser. Endlich haben wir dich wieder. Dein Ballon, Etienne, da hinten bei den Felsen.
Aber den kannst du vergessen. Die Hülle ist total zerfetzt. Es ist bei Graben, das ist nicht schlimm. Hauptsache, ich habe meinen Crepe wieder. Aber wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Im Laderaum ist noch ein Kanister mit Kerosin. Damit kommen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Flugplatz. Der ist nur einige hundert Meter entfernt. Kommt, ich will nach Hause und vor allem zu Liesels Crème Brûlée. Gute Idee. Es ist schon dunkel, als Lotte die vier nach Winkelstedt trägt und Pitt Kurs auf den Schanzer Kopf nimmt. Aufgeregt haben Liesel und der Rest der roten Milane im Tower auf ihre Rückkehr gewartet. Selbst Professor Engels ist noch hier. Als Pitt sie mit einem Funkspruch von ihren Sorgen erlöst, ist ihr Jubel groß. Fast hätten sie sogar vor lauter Freude vergessen, die Beleuchtung der Landebahn einzuschalten. Nach der Landung und der Berichterstattung von Thomas genießen alle Liesels Crème Brûlée. Ich bin froh, dass der Crepe wichtiger ist als Leica, dem Wissenschaftler damals. Mais bien sûr. Crepe ist meine... Ich hab ihn sehr lieb, wie der Deutschen sagte. Und deinen Ballon? Den kannst du jetzt in der Pfeife rauchen, oder? Oui, aber... Alors, das ist in Ordnung. Hauptsache, ich hab meinen Crepe wieder. Ob das bei Gott auch so ist? Bei Gott? Na, würde er uns auch retten, selbst wenn wir am Ende der Welt festsäßen. Aber hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Und warum bist du dir da so sicher? Weil ich es selber erlebt habe. Und weil es in seinem Wort der Bibel steht. David schreibt in Psalm 8, »So oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, ein Menschenkind, dass du es versorgst?« Wir können uns sicher sein, dass wir Gott nicht egal sind. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, wenn man zum Beispiel die Sterne sieht, die viel größer sind als wir. Aber er ist für uns aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um uns zu retten. Wir wären nämlich mit unserer Schuld, also unseren Fehlern, alleine nicht fertig geworden. Er musste hier auf der Erde den Preis dafür bezahlen. Jesus Christus starb an unserer Stelle, damit wir für immer mit ihm zusammenleben können. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 steht, »Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also denkt daran, für Gott sind wir ganz bestimmt keine Leikas. So, und jetzt ab ins Bett mit euch.« Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Berg Neustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Berg Neustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.